Alexandra. Ich bin der Hannes. Wir sind hier im Naturerlebniszentrum des Sparkassenstiftung Umwelt und Natur. Und heute soll es um die Fütterung von Gartenvögeln gehen. Alexandra, warum soll man Vögel überhaupt füttern? Um den Vögeln ein zusätzliches Futterangebot zu geben, um sie ganz nah beobachten zu können und schließlich um einige Vogelarten kennenlernen zu können. Okay, und wie füttert man Vögel richtig? Das kriegen wir am besten draußen im Garten vom Naturerlebniszentrum raus. Dann brauchen wir halt gar keine Gummistiefel. Mm-mm. Hannes, wir stehen jetzt hier im Garten vom Naturerlebniszentrum vor einem XL-Futterhaus. Das ist ziemlich groß und da passen viele Vögel rein. Sperlinge, Meisen, Stieglitze, aber auch große Vögel wie Eichelhäher, Elstern oder auch Amseln und Tauben. Hier wird das Futter eingefüllt und sobald es leer ist, fegen wir die Hüllen und vielleicht auch den Kot raus und dann wird es wieder frisch befüllt und ist bereit für die nächsten hungrigen Vögel. Hier gucken wir direkt ins Futterhaus hinein. Da kommt schon ein hungriger Feldsperling. Den erkennt man am braunen Kopf und den schwarzen Wangenflecken. Sperlinge sind gerne in Gruppen unterwegs und sie chillten ziemlich laut. Von links kommen zwei junge Hausspatzen rein und schon sind alle weg. Hier sieht man in der Mitte einen Stieglitz. Und ein paar Kohlmeisen kommen auch vorbei. Die Stieglitze, auch Distelfinken, die erkennt man an den roten Gesichtern und den gelben Flügelbinden. Beim Fressen zerquetschen die Samenfresser mit ihrem Schnabel die Sonnenblumenkerne so lange, bis die Hülle seitlich herunterfällt. Bei der frechen Kohlmeise hier vorne sieht man gut den schwarzen Kopf, den gelben Bauch und den schwarzen Bruststreifen. Da kommt eine Amsel, ein Männchen. Das kann man gut am gelben Schnabel erkennen. Eigentlich frisst es lieber Würmer, hat aber gegen einen gelegentlichen Energiehappen aus dem Futterhaus nichts einzuwenden. Ein großer schwarz-weißer Vogel am Futterhaus, das kann nur eine Elster sein. Ihr Scheckern kann man deutlich hören. Da kommt mit lautem Flügelschlag ein besonderer Gast. Eine Türkentaube in vornehmem beige-grauem Federkleid. Gut am schwarzen Nackenstreifen zu erkennen. Türkentauben stammen eigentlich aus Asien, sind aber inzwischen bei uns heimisch. Kein Wunder bei dem guten Futter. Oh, Hannes, wie schön, zur Abwechslung kommt ein Insektenfresser zu Besuch. Ein Hausrotschwänzchen. Gut ist der rote, wippende Schwanz zu erkennen. Und da oben auf dem Podest sitzt sogar ein Kernbeißer. Das ist unser größter Fink, sehr bunt. Und mit seinem dicken Schnabel kann er sogar Kirschkerne knacken. Oh, hat aber großen Respekt vor der heranfliegenden Türkentaube. Alexandra, hier hängt noch ein Futterhäuschen. Was ist jetzt das Besondere an diesem? Das Futterhaus hier, das in diesem Apfelbaum hängt, ist ein sogenanntes Silo-Futterhaus. Das heißt, hier oben wird das Futter eingefüllt. Auf Vorrat bleibt da meistens einige Tage drin. Die Vögel kommen hier von rechts und links, fressen das Futter leer und der Vorteil ist, dass ihr Kot das Futter nicht versputzen kann. Ah ja, und so eins kann man hier bauen. Ganz genau. Auch dieses Design-Futterhäuschen kann man im Naturerlebniszentrum bauen. Da kommt noch eine Kohlmeise zu Besuch. Die Kohlmeise hält die Sonnenblumenkerne mit den Füßen fest und klopft sie mit dem Schnabel auf. Das kann eine ganze Weile dauern. Alexander, die Station hier sieht ja echt besonders aus. Die ist richtig kreativ und die zeigt, dass Futterhäuser nicht immer gleich aussehen müssen. Das hier war ein Baumstamm, den hat man ausgehöhlt, auseinandergesägt und innen dient jetzt diese Schale als Futterspender. Und wird gern von Meisen und Sperlingen angenommen. Sieht echt klasse aus. Alexander, das hier mit den Knödeln sieht ja auch echt kreativ aus. Ziemlich individuelle Lösung. Da sieht man, dass man für die Maisknödel im Netz auch tolle kreative Ideen haben kann. Hier braucht es nur ein bisschen Draht, Stöcke, ein paar Haken
und schon ist der Tisch für Meisen und Sperlinge gedeckt. Typisch Sperlinge. Obwohl genügend Futter für alle da ist, müssen sie immer streiten. Hannes, hier ist Vogelfutter. Aus was besteht denn gutes Vogelfutter? Das ist unsere eigene Mischung sozusagen. Ich fasse mal rein. Erkennst du was? Das sind Sonnenblumenkerne mit Schale. Genau. Mögen eigentlich alle Vögel gerne. Ist für manche ein bisschen mühsam, die Schalen zu knacken. Und weißt du, was das da ist? Das sieht nach Knabbernüssen aus. Genau, das sind wirklich Erdnüsse, natürlich ungesalzen. Auf die stehen die Vögel richtig. Also die mögen es richtig gerne. Die sind auch sehr fettreich und damit sehr energiereich. Damit kommen die gut durch. Das mögen sie richtig gerne. Und dann haben wir noch drin, hier dieses kleine helle. Gebt ihr das dazu? Das sind geschälte Sonnenblumenkerne. Einmal für die Vögel, die nicht so gut die Schalen knacken können. Und aber natürlich auch für die Leute, die nicht so gerne Sauerei im Garten haben. Alexander, du machst jetzt hier noch Vogelfutter rein. Aber es ist doch Sommer, es ist Juni. Brauchen die Vögel jetzt auch Futter? Ja, während der Brutzeit brauchen die Vögel besonders viel Futter. Sie verbrauchen viel Energie, weil Meisen zum Beispiel bis zu 350 Mal am Tag ihre Jungvögel mit Futter versorgen. Außerdem gibt es leider in der Landwirtschaft und auch in den Gärten immer weniger Futter für die Vögel. Dann mach lieber noch zwei Handvoll rein. Klar.